Okay, ich fange erstmal mit einem Liebesgedicht an. Das ist, ist eigentlich ein Teamtext und ich werde ihn heute alleine versuchen. Von daher verzeiht mir, wenn er nicht so gut wird. Und es ist ein sehr persönlicher Text, deswegen seid nett zu meinen Gefühlen. Er heißt Ein Schrei nach Liebe. Okay, ich habe noch einen zweiten Text. Der nächste Text ist ein Relikt aus meiner Schulzeit. Den habe ich im Matheunterricht geschrieben. Sind heute Mathe-Studenten hier? Yeah! Okay, cool. Mathe war langweilig. Aber die Lehrerin war Scheiße. Und ich habe mir gedacht, das muss man ihr mal sagen, habe mich aber nicht getraut, ihr das zu sagen, habe sie stattdessen aufgeschrieben und das ist dabei rausgekommen. Frau Müller, ich werde aus dir nicht schlau. Du bist für mich wie die Wurzel aus zwei, bloß Frau. Aber ich verstehe dich nicht, du verstehst mich nicht. Na, wer weiß. Vielleicht ergibt Minus mal Minus ja irgendwann mal Plus. Also komm, lass uns unsere Körper addieren, unsere Kleidung subtrahieren, unsere Sinne abstrahieren, unsere intimsten Gedanken dividieren. Multiplizieren wir Liebe mit Verlangen, Lust zum Quadrat, lass uns ein Strahl sein. Wir beginnen bei Null und verlieren uns in der Unendlichkeit. Ich will deine Ableitung sein, sei du meine Stammfunktion. Spür, wie unsere Körper rotieren, rautieren, parallelisieren, paralysieren, in Matrizen analysieren, auf Matratzen oralisieren. Mach mir den Pythagoras, Baby. Mein Herz macht einen Überschlag. Eins, zwei, drei, Satz. Meine Gerade soll deine Ebene schneiden, und zwar genau am G-Punkt. Ich will das hinreichende Kriterium für deinen absoluten Höhepunkt sein. Pi mal R Quadrat ist die Grundfläche unserer Liebe. 2 Pi R ist der Radius unserer Herzen. Cosinus. Sinus. Sinnlos. Fessellos. Lass meine Hypotenuse deine Katheten spalten, auf dass mein Winkel immer spitzer wird. Ich will ein gleichschenkliges Dreieck sehen, Baby. Definieren wir uns neu. Finden wir unseren kleinsten gemeinsamen Teiler. Führen wir verschiedene Variablen ein. X plus X mal X plus Y. Frau, mein Mann, gleich heute Nacht. Klammer dich aus, Baby, ich will deine binomische Formel lösen. Erst reduzieren wir uns auf die Basis, dann wird sich ineinander erweitert. Wir sind das Produkt von Liebe und Lust. Komm und gib mir einen Kuss, aber da, wo mich noch keine Tangente gestriffen hat. Denn unsere Körper schwingen im Logarithmus. 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 Reit mich, reite meinen Sattelpunkt. Lass uns deine Kurven diskutieren. 90, 60, 90 Grad. Bei mir bildet sich ein rechter Winkel. Und wenn ich dich erst bei der Wurzel gepackt habe, dann rechne Potenzen. 10, 9, 8, 7, 6 durch 2 teilen, 6 zu 2 teilen, 6 zu 2 teilen, 6 durch 2 ergibt? 3. Dankeschön. 6 durch 2 ergibt 3. Und 3 bedeutet befriedigend. Ich habe den Zettel dann so am nächsten Tag heimlich unter das Pult geschoben. Und zurück kam nur so ein kleiner Brief. Blö, das geht zu weit. Du solltest da wirklich einen Bruchstrich ziehen.